UEDRA UGO 2024 für 7 Millionen per Klausel zu Schröder. Wenn Schalke nicht aufsteigt, also jetzt mal ganz im Ernst, ist doch klar. Also ist doch klar, dass der wechseln wird, wenn Schalke nicht aufsteigt. Dementsprechend, ja, ist wie es ist halt, ne? Also Thema UEDRA UGO. Ich glaube auch, dass wenn Schalke nicht noch aus irgendwelchen Gründen aufsteigen sollte, dass der weg ist. Was halt viele Leute nicht auf dem Zettel haben. Und das tut natürlich weh, das so zu hören oder das so akzeptieren zu müssen, wie es ist. Aber schau mal, der Fußball ist ja einfach nicht mehr so wie vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren vielleicht noch. Oder vielleicht auch noch vor 10. Zwei Sachen. Nummer 1. Schalke 04 Chat ist nicht mehr ein Top-Verein in der Bundesliga. Früher war das natürlich deutlich einfacher, als die Draxlers, Neuers und Konsorten durchgebrochen sind. Oder auch Max Meyer oder wer auch immer, Kolasinac, weil wir da halt ein Top-Verein in der Bundesliga waren. Und dann hast du einem Spieler natürlich auch frühzeitig eine Perspektive aufzeigen können und sagen können: Hey, pass auf, wir sind ein Top-Verein. Wenn du es bei uns schaffst, dann spielst du Champions League oder vielleicht Euroleague oder zumindest irgendwo in der Bundesliga mit. UEDRA UGO ist und war. Und deshalb habe ich ihn auch von Anfang an so gehypt. Also ihr könnt mir ja alles erzählen, aber UEDRA UGO habe ich hier öffentlich mit als einer der ersten gerochen. Das schreibe ich mir so heftig auf die Fahne. Ich habe den Mann schon so gehypt, da haben alle Leute noch gedacht, ich bin komplett behindert, wirklich. Bei UEDRA UGO ist es halt so, guck mal, wenn du so ein Top-Talent hast, der U17 Europameister wird, der vorher schon auf sich aufmerksam macht. Es ist ja, die Vereine auf dieser Welt, die fangen ja nicht erst dann an zu scouten, wenn ein Spieler im Herrenbereich performt. So, guck mal, mittlerweile ist es doch, da werden teilweise schon Spieler mit 13, 14 Jahren abgeworben. So, dementsprechend, damals haben sich auch viele aufgeregt bei UEDRA UGO. Hä, warum gibt man dem denn einen Profivertrag mit einer Ausstiegsklausel? Ja, Bro, sonst wäre der halt schon, als der noch ein A-Jugendlicher war, gewechselt. Siehe, was damals mit, oder was jetzt vor ein paar Monaten mit Jonas, da heißt der Jonas, mit Darwich passiert ist. Der von Freiburg zu Barcelona gegangen ist. Ich glaube, der hatte bis zu dem Zeitpunkt noch gar kein richtiges Profispiel. Ich weiß nicht, ob der schon mal in der dritten Liga gekickt hat, da bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher. Aber das ist mittlerweile, das fängt so früh an. Noah Darwich heißt der, ne? Die Vereine schlafen ja nicht. Die haben ja auch ihre Scouts in der U17, in der U19. Und Florian Wirtz damals von Köln nach Leverkusen gegangen. Also dementsprechend, ich kann verstehen, dass es weh tut, aber ey, das ist ein absolutes Top-Talent. Und also ich wäre auch Asan Uedra Ogo absolut nicht böse, wenn er wechseln würde. Weil ganz im Ernst, in dem Zustand, in dem sich Schalke aktuell befindet, das ist so ein Chaosverein. Also es gibt auf jeden Fall entspanntere Stationen, wo man seine Karriere starten kann. Vor allem für Offensivspieler. Wenn du den in eine funktionierende Mannschaft mit einem funktionierenden Offensivsystem, wenn du den da mal bei einem Spiel für 20 Minuten reinschmeißen kannst, ohne dass jetzt alle erwarten, dass der da die Sterne vom Himmel spielt. Und das hat auch gar nichts mit Fußballromantik zu tun. Das ist ein Top-Talent. Ich muss hier UEDRA UGO, verstehe mich nicht falsch, wenn er wechseln würde, es würde mich komplett brechen, weil das ein absolutes Übertalent ist. Der soll bei Schalke bleiben. Ich würde mich so freuen, wenn der bleiben würde. Aber das ist ein absolutes Supertalent, der anscheinend Anfragen aus England, Italien, Spanien und aus Deutschland hat. Und Digga, wir sind halt gerade ein Zweitligist, der auf Platz 16 steht. Wir müssen einfach da unsere Fresse halten, so blöd sich das anhört. Müssen wir unsere Fresse halten als Schalker? Ist einfach so. Ich würde mir einfach nur für ihn wünschen, dass er sich einen Verein sucht, wo ihm auch eine klare Perspektive aufgezeigt wird. Weil wenn ich solche Gerüchte lese wie Bayern München oder RB Leipzig, ich glaube, das wäre einfach noch ein Schritt zu groß. Ich traue ihm alles zu, aber ich würde zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Premier League oder Serie A Verein kommt und da Geld hinlegt und der dann Erstliga-Erfahrung sammelt, alles gut. Aber andererseits ist der Fußball mittlerweile auch so. Wahrscheinlich holt RB Leipzig den dann am Ende des Tages und verleiht ihn dann halt einfach für ein Jahr, ne? Also dementsprechend, ja, sorry, aber UEDRA UGO hat 2,5 gute Spiele gehabt, da ist zu viel Hype drin. Ich gebe dir prinzipiell erstmal recht, natürlich. 100%. Da sind wir auch wieder bei diesem Widerspruch, in dem ich mich ja auch gerade selber komplett. Ich bin ja. Ich widerspreche mir ja in der Causa UEDRA UGO eigentlich konstant selber. Weil wenn es um ausländische Talente geht, an denen ich nicht nah genug dran bin, dann sage ich über die Mudriks und über die, keine Ahnung, sag mir nochmal noch irgendein Beispiel. Über die Mudriks dieser Welt, ey, die spielen ein halbes gutes Jahr und dann wechseln die für 70 Millionen. Klar, und da stehe ich auch zu der Meinung. Das Ding ist halt nur, der Markt ist ja mittlerweile einfach so, dass irgendwo ein Top-Talent aufkreuzt und dann die europäischen Top-Vereine
einfach ein Wettbieten machen, weil du im Idealfall, das ist nichts anderes wie ein Casino-Gamble, im Idealfall kommt ein Verein wie Bayern München oder RB Leipzig oder irgendein englischer Verein oder italienischer und die zahlen dann, weil sie ganz, ganz früh dran sind, einmal 10, 15, 20 Millionen und haben dann auf der Position einfach für die nächsten Jahre vielleicht das Talent. Und diese riesen Vereine auf dieser Welt, die haben einfach diese Kohle rumliegen, dass man das halt ab und zu mal machen kann, so blöd sich das anhört. Natürlich sind dann Mudrik und Enzo und Caicedo nochmal eine andere Hausnummer, die will ich auch gar nicht mit Ouédraogo vergleichen, beim besten Respekt, aber die haben dann teilweise schon Champions League oder Premier League Erfahrung gesammelt, das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack. Aber am Ende des Tages, egal was aus Ouédraogo wird, egal wie hoch die Ablösesumme wird, wenn wir für Ouédraogo eine Ablösesumme jenseits der zweistelligen Millionenzahl bekommen, das heißt 10 Millionen plus, ich glaube, da kann sich niemand beschweren, weil das ist einfach Geld, was wir als Schalke 04 in unserer Situation gerade mitnehmen müssen. Und für einen Spieler, der dann effektiv bei uns eine Handvoll Profispiele gemacht hat, er wird ja die Saison zu Ende spielen, da musst du halt sagen, ja, es tut weh, der würde wahrscheinlich irgendwann mal, wenn die Entwicklung so voranschreitet, deutlich mehr wert sein. Aber irgendwann ist halt finito, ne? Wir haben damals für Onana gerade so 7 bekommen. Als Zweitligist kann man einfach nicht mehr fordern. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, weil viele Leute jetzt auch den Vergleich Schalke bezogen mit Malik Tchao machen. Schau mal, Malik Tchao. Da kann ich die Kritik auf jeden Fall verstehen. Ich kann Malik niemals übel nehmen, dass der damals gesagt hat, ich will zum AC Mailand, weil da war ja das Interesse schon da, als Schalke noch in der zweiten Liga war. Dann ist Schalke aufgestiegen und die haben Malik ziehen lassen für 8 Millionen zu Mailand. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht, ich finde, da hätte man im Nachhinein auch mal die Eier haben müssen und können zu sagen, ey, wir halten den jetzt nochmal ein Jahr. Das ist zwar ein finanzielles Risiko, aber wir sind von dem überzeugt. Und dann kann der halt in einem Jahr, wenn der ein Jährchen Bundesliga gespielt hat, immer noch wechseln. Da kann ich es schon verstehen. Ich finde, da hätte man als Schalke, ist halt auch die Frage, was man mit Malik da besprochen hat, ne, weiß man ja auch nicht. Vielleicht hat man den im Winter versprochen, ey, wenn du jetzt die Saison noch zu Ende machst, dann legen wir dir im Sommer keine Steine in den Weg. Weiß man alles nicht, das ist ein super komplexes Thema. Summa summarum, bei Ouédraogo haben wir gerade einfach keine Verhandlungsposition, weil wir werden zu 99,9% nicht aufsteigen. Und der hat eine Ausstiegsklausel. Und wenn jemand 15, 20 Millionen, wo auch immer wir da unterwegs sein werden, wenn der für die Summe zu einem Top-Club geht, ey, ganz im Ernst, da musst du einfach sagen, ey, das war nach Jahren mal wieder ein gutes Produkt der Knappenschmiede, was uns auch finanziell weitergebracht hat. Und das ist ja eigentlich per se schon mal nicht verkehrt. Na? Alex schreibt hier was Richtiges rein, da haben wir gerade schon eingangs drüber gesprochen. Wir sind halt mittlerweile Fußballromantik, alles schön und gut. Ich sag, Fußballromantik gibt's bis auf ein paar Ausnahmen nicht mehr. Ein Asan Ouédraogo wäre ohne die Ausstiegsklausel wahrscheinlich schon im Sommer gegangen und wäre entweder in eine andere U19 gegangen oder zu einem Profiverein direkt. Im Fußball wird nicht mehr nur ab dem Herrenbereich gescoutet, sondern schon teilweise mit 12, 13, 14, 15, 16, 17 Jahren. Siehe damals Moukoko, der von St. Pauli zu Dortmund gegangen ist. Und ja, dementsprechend, also man kann den Verein für vieles kritisieren, wie man in der Vergangenheit mit Talenten umgegangen ist, wie man entweder den Zeitpunkt verpasst hat, sie zu Geld zu machen oder sie eben nicht ausreichend zu Geld gemacht hat. Ich finde, bei Ouédraogo kann man dem Verein und dem Spieler, und dann machen wir auch einen Haken hinter, ich finde, man kann niemandem was vorwerfen. Weil ganz im Ernst, nochmal, wir sind Zweitligist und das ist ein Spieler, der ist U17 Europameister geworden, der ist einer der Top-Talente auf seiner Position in seinem Jahrgang 2006. Bro, natürlich unterschreibt er nicht blind als 17-Jähriger einen Vertrag auf Lebenszeit bei einem Zweitligisten mit einem Schuldenberg, wo nur Chaos ist und du nicht weißt, ob es den Verein in 5 Jahren überhaupt noch gibt. Ist doch klar. Also, ich hoffe einfach, dass es ein ausländischer Verein wird und wir wirklich irgendwie dann am Ende des Tages mehr als 10 Millionen bekommen. Ansonsten muss man mal schauen. Ansonsten muss man halt wirklich mal schauen. Also, ja, schade, schade. Schade, 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 schade einfach abschließend, dass man als Schalke 04 nicht mehr in der Lage ist, solchen Spielern zumindest für den Anfang ihrer Karriere, zumindest für die ersten 2, 3, 4 Jahre, eine Perspektive aufzuzeigen. Weil, dass wir ein Ausbildungsverein sind, das ist ja schon die letzten 20 Jahre so gewesen. Das ist ein Draxler, das ist ein Goretzka, das ist ein Neuer und so weiter und so fort. Dass die irgendwann mal auch ein Leroy Sané den nächsten Sprung machen werden wollen, das war ja klar. Aber wenn du dir Leroy Sané anguckst, 2 Saisons. Ich glaube, Draxler waren für uns 5 Profisaisons. Neuer müssten auch 3 oder 4 Profisaisons gewesen sein, ne? Wir sind halt jetzt mittlerweile ein Zweitligist und dann hast du halt, solange du nicht aufsteigst, hast du halt bei so einem Top-Talent, hast du ein Jährchen und dann ist halt meistens over.
Also das Gleiche wird auch meiner Meinung nach dem ersten FC Nürnberg mit Can Uzun passieren. Ich würde wirklich mich sehr, sehr krass wundern, wenn die Entwicklung von Can Uzun so weitergeht, wo sie jetzt gerade nach aussieht, wenn der noch länger als über den nächsten Sommer hinaus bei Nürnberg bleibt. Und wenn, dann wirklich nur noch ein Jahr, dann ist der auch safe weg. Schade, Alter. Schade, aber guck mal, das sind halt, ich will daraus nicht immer so ein Talk machen, aber, oder mich immer wiederholen, vielleicht sind ein paar Schalker im Chat, wir haben auch gerade ein paar Football-Twitter-User hier drin gesehen, aber dieses Kaputtsparen, ich sag das ja wirklich nicht unter der Prämisse zu sagen, ey, wenn wir als Zweitligist im Sommer 10 Millionen einnehmen, dann müssen wir 10 Millionen ausgeben. Aber wir haben den ganz, ganz großen Fehler in den letzten 2-3 Jahren gemacht, nachdem wir so kolossal auf die Fresse geflogen sind beim Abstieg, uns wirklich systematisch kaputt zu sparen, weil wir, nicht weil wir aufgehört haben, 20 Millionen in irgendwelche Spieler zu stecken, das ist lost. Aber wir haben aufgehört, Risiko einzugehen. Und manchmal musst du im Fußball Risiko eingehen. Fußball ist ja keine Planwirtschaft. Und sowas fällt dir jetzt alles um die Ohren. Das ist ja nicht nur, ich investiere kein Geld in meinen Kader und dann steige ich ab. Du siehst ja, was da alles dranhängt. Du investierst kein Geld in deinen Kader, deine Mannschaft ist nicht attraktiv, du findest keine vernünftigen Sponsoren mehr. Du musst dich auf C-Lösungen einlassen. Du hast Talente im Kader, die nur dann ihren Vertrag mit einer Ausstiegsklausel verlängern, weil du Zweitligist bist. Das sind halt so krasse Spiralen, ne? Und in der bist du jetzt halt leider mittlerweile drin. Deshalb, mich regt es nach wie vor kolossal auf. Meiner Meinung nach, Schalke-Fans, gerne ein +1 oder -1, lass uns gerne drüber diskutieren. Meiner Meinung nach hat der FC Schalke 04 im letzten Sommer 2022 nach dem Aufstieg den Verein für mindestens 3 Jahre nach hinten befördert, weil man einfach zu kleine Eier hatte. Du bist aufgestiegen in die erste Liga, hast deinen Kader verschlechtert. Also nur mal drüber nachdenken. Wir hatten in der zweiten Liga eine Innenverteidigung. Nur mal drüber nachdenken, auf der Zunge zergehen lassen. Von Itakura und Malik Chow und haben daraus Kaminski und Yoshida gemacht. Bei allem Respekt. Nichts gegen Kaminski, nichts gegen Yoshida, die haben sich nicht zu Schulden kommen lassen. Aber wenn du so in die Erstligasaison reingehst und dir denkst, boah, ist jetzt hier irgendwie alles so ein bisschen B-, C-Lösung, aber wird schon irgendwie passen, das macht mich dann halt immer sehr sauer. Weil du kannst nicht einerseits sagen, wir wollen den Marktwert des Kaders steigern, wir wollen Talente ausbilden, wir wollen den Marktwert langfristig steigern. Digga, das funktioniert nicht, wenn du dir immer nur B-Ware reinholst und wenn du dich halt, und ich finde, da war der letzte Sommer, also 2022, der hat uns einfach gefickt. Das fing an mit Kramer, was absoluter Quatsch war. Das ging weiter mit der Verpflichtung von Itakura, wo man im Nachhinein auch sagen könnte, ich weiß nicht, wie es geldmäßig aussieht, aber vielleicht hätte man da doch das Risiko eingehen sollen und vor allem dann Malik Chow abgeben, ohne sich da irgendwie auf der Position ansatzweise so zu verstärken, dass man es ausgleichen kann. Das fällt dir halt jetzt, anderthalb Jahre später, alles noch auf die Nase. Und das Problem ist, das Schlimmste ist, wir haben ja genau das diesen Sommer wieder gemacht. Das ist das Schlimmste. Wir haben nicht daraus gelernt, wir haben diesen Sommer genau die gleiche Kacke gemacht. Nicht ganz so extrem, aber zu einem großen Teil. Ich kann euch jetzt schon sagen, was diesen Winter wieder passieren wird. Wir werden jetzt im Winter wieder mindestens 3 Spieler auf Pump holen, irgendwelche Laien, die auch wieder Geld kosten werden. Wir werden im Winter locker ein Gesamtvolumen von mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Millionen Euro locker machen, um irgendwie die Saison noch zu retten. Und dann darf, finde ich, die Frage gestellt sein, warum nicht am Anfang der Saison, wenn du dann im Winter auf einmal doch das Geld hast. Überleg mal, letztes Jahr im Winter, Ballanta, Uronen, Frei, Skarke, noch einen vergessen? Also da sind ja 4 Spieler gekommen, Jens natürlich auch noch, und die haben ja alle Leihgebühr, Gehalt, die waren ja alle nicht umsonst. So, die werden im Winter, ihr könnt ja mal gerne schätzen, Alex, du hast doch Ahnung, Uronen, Jens, die ich gerade alle aufgezählt habe. Was war das für ein Gesamtvolumen an Geld, Leihgebühren, Gehälter? Da bist du locker bei 3 Millionen Euro gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann darf, finde ich, die Frage erlaubt sein, warum hast du da im Sommer gepennt? So, egal, machen wir das Thema zu. Wir gehen rein in die 50 und 100k Packs.